Hallo, heute machen wir Paninis im Opti-Grill. Dazu habe ich hier dieses Panini-Brot aus dem Supermarkt. Das solltet ihr in jedem größeren Supermarkt auch finden. Dann habe ich hier eine Packung Feta, also eine Schafs- und Ziegenkäse-Mischung. Ansonsten habe ich noch Tomaten, rote Zwiebeln und ein paar Gewürze da. Jetzt packe ich die Paninis erstmal aus. Die sind auch schon vorgeschnitten, das heißt, man muss die nur aufklappen. Und jetzt schneide ich erstmal eine rote Zwiebel. Also da sollte eine halbe rote Zwiebel reichen. Damit belegen wir dann die untere Hälfte des Paninis. Im nächsten Schritt schneide ich ein paar Tomatenscheiben zurecht, die dann oben drauf gelegt werden. Also ihr seht schon, das wird heute mal ein vegetarisches Sandwich. Ist auch eine Seltenheit eher hier auf meinem Kanal. Was sagt ihr dazu? Soll ich öfter mal was Vegetarisches ausprobieren? Jetzt packe ich den Feta aus und der wird dann einfach in Streifen geschnitten und wird dann oben drauf gelegt. Jetzt noch etwas Schnittlauch oben drauf. Den schneidet ihr vorher in Röllchen. Dann mache ich noch etwas Thymian obendrauf. Das ist jetzt hier getrockneter Thymian, ihr könnt natürlich auch frischen nehmen. Dann mache ich noch etwas Majoran obendrauf. Also heute mal eher italienische Kräuter. Und dann mache ich noch etwas Cayenne-Pfeffer obendrauf, damit das auch ein bisschen Schärfe bekommt. Und dann sind die Paninis auch schon fertig belegt. Also rote Zwiebeln, Tomaten, Feta-Käse, Schnittlauch und Thymian, Oregano und Cayenne-Pfeffer. Deckel drauf und fertig ist das Ganze und kann in den vorgeheizten Opti-Grill. Hier habe ich das Sandwich-Programm vorgeheizt, das ist der Opti-Grill Elite XL. Geht aber in jedem Opti-Grill genauso. Dann legen wir hier das rein. Einmal noch das runtergefallene wieder rauflegen. So passt das. Sehr gut. Also wir würden noch drei Stück davon draufkriegen, wie ihr seht. Und dann klappe ich den Opti-Grill zu. Und dann lasse ich das Panini-Programm bis zur Stufe Endorange laufen. Beziehungsweise noch ein bisschen weiter. Ihr seht, Mitte rot habe ich das jetzt drin gelassen, so dass es schöne Grillstreifen bekommen hat und schön kross außen ist. Und danach müsst ihr das erstmal kurz abkühlen lassen, weil das ist ganz schön heiß. Aber es sieht auf jeden Fall schon gut aus. Und dann schneide ich das auch mal in der Mitte durch, damit ihr mal seht, wie das von innen aussieht. Ihr seht, das ist schön am Dampfen. Feta ist geschmolzen und super sieht das aus, oder? Ist doch echt mal eine tolle vegetarische Variante. Ich finde, Feta passt wirklich sehr gut zu Tomate und Zwiebeln. Also das passt wirklich gut. Dann schneide ich noch das zweite durch und dann sind wir auch schon fertig. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Schreibt mal gerne, wie ihr das findet, ob ihr öfter mal vegetarische Rezepte hier auf meinem Kanal sehen wollt. Bis zum nächsten Mal, macht's gut!